So, wir haben jetzt hier nur drin Speedmaster. Speedmaster. Eigentlich wollte ich gar nichts filmen. Aber man hat es nochmal so hin. So war das Original. Mit den riesen Blinker. Ich hatte es jetzt nur gerade mal so sinnlos dran. Ne, halt, da war's. Da ohne war's. Da ohne war's. Dann ist das Nummerschild halt auch ohne. Da ist der Reifen ja fast zugedeckt. Ich komme mit der Kamera nicht weiter weg. Ja, so ungefähr. So, jetzt haben wir das erstmal abgeschraubt. Und jetzt tun wir mal stylen. Die Blinker da, das soll auch nicht so viel gemacht werden. Die riesen Blinker soll er halt auch ab. Da vorne. Und jetzt habe ich mir überlegt, dieses Rücklicht mache ich dran. Und gut, dann mache ich einfach mal weiter und dann halte ich die Kamera halt nochmal rein. Zum Fieber, dass ich nichts habe gefilmt, dass ich nichts gefilmt habe. Und zum Bobber ist jetzt soweit. So sieht's aus. Mit dem neuen Style. Wir haben ja nicht so viel gemacht hinter das Rücklicht. Dann habe ich hier die Blinker dran gemacht. Die kleine. Rechts und links. Gut. Und vorne ist auch nicht so viel gemacht. Bis auf die kleine Blinker. Sieht so aus. Haben wir diese Schellen da drum gemacht. Diese Blinker-Halteschellen. Ja. So ist sie jetzt. So steht sie da. So, weil schon vorher alles LED war, haben wir den Vorteil, die Blinker haben halt einen guten Rhythmus. Weil normalerweise, wenn wir so ein Motorrad haben ohne LED, rennen dann die Blinker, als wenn es Rennen fahren würde. Okay. So Peter, du siehst wahrscheinlich das Video auf YouTube, ne? Weil ich habe dich nämlich nicht angerufen. Aber ist dir nur ein Kurzfilm? Wie gesagt, nicht viel gemacht, aber es sieht trotzdem irgendwie cool aus. Ich lasse aber für die Fades nochmal laufen, weil du hast nämlich auch andere Ausdrücke. Okay? Das macht wieder immer geil, wenn so ein Ding ballert. Alles klar, war nicht viel, was wir gemacht haben, aber sieht schöner aus, finde ich. Macht's gut.